Das hier, das sind die Leichtathletik-Stars von morgen und übermorgen. Rund 200 Schüler testeten am Mittwoch ihr Können beim Sichtungssportfest des SC Tegeler Forst auf dem Gelände vom Romain-Rolland-Gymnasium. Wir wollen natürlich in erster Linie die Kinder begeistern, das ist der Hauptgrund. Dann wollen wir natürlich den Lehrern auch diese neue Kinderleichtathletik ranbringen. Und ganz, ganz wichtig auch für uns, Kinder in den Verein zu bekommen. Werfen, Springen und Rennen, Leichtathletik in allen Facetten. Das Besondere, hier passiert das alles im Team. Alle feiern ihre Erfolge gemeinsam. Das sorgt für zusätzliche Motivation bei den Nachwuchstalenten. Also uns hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also am meisten war noch dieses Staffel. Das war toll. Da waren wir auch so gute 2 Runden schneller als die. Das fanden wir auch richtig toll. Mir hat besonders Spaß gemacht das Springen. Sprint. Wo man die Bälle werfen muss beim Tor. Ist einfach cool. Leichtathletik. Wir wollen Olympiasieger werden. Früh übt sich, wer Großes erreichen will, und diese Talente wollen auch früh gesichtet werden. 6 Schulen nehmen insgesamt am Sportfest teil. Das Ganze in einem erstmals durchgeführten Format mit Kinderleichtathletik. Je früher, desto besser. Und gerade die Leichtathletik ist natürlich die Basis für alle Sportarten. Also wer schnell ist, der kann auch schneller am Ball sein, beim Fußball, beim Handball besser werfen. Also spielt alles eine Rolle und das ist natürlich wichtig, dass wir da die Grundlagen schon legen für alles, Laufen, Springen, Werfen. Mit einem heftigen Regenschauer fand das Sichtungssportfest zwar ein abruptes Ende und auch auf die obligatorische Siegerehrung musste deshalb verzichtet werden, aber dem Spaß tat das definitiv keinen Abbruch.